Hi, hier ist Mr. Lagiol, heute mit einer Präsentation aus einem Baum, ungefähr 7 Meter über der Erde. Und zwar werde ich heute die Edition Silberbaum Hoffnung vorstellen, mit einer Lasergravur eines Olivenbaums. Und warum das Taschenmesser Silberbaum Hoffnung heißt und warum ich in einem Baum sitze, erzähle ich gleich. Bevor wir zu der Vorstellung des Taschenmessers kommen, möchte ich gerne kurz zeigen, wie ich zu diesem Baum gekommen bin. Los geht's! Ich war schon immer ein Naturfreund und schon als Kind habe ich immer hoch hinaus auf die Bäume geklettert und zwar bis ganz an die Spitze. Das habe ich hier in diesem Baum noch nicht ganz geschafft. Und dort habe ich mich entsprechend mit dem Wind hin und her bewegen lassen. Das war fantastisch. Ich habe von oben entsprechend die Welt gesehen und später habe ich sogar den Paragliding-Pilotenschein gemacht, damit ich von ganz, ganz, ganz oben wie ein Vogel die Welt sehen kann. Nun, warum zeige ich heute die Präsentation aus einem Baum? Es geht um das Thema Hoffnung. Ich habe mit vielen Kunden telefoniert und sehr viele haben ja jetzt schon den Kauf eines Lagiol-Taschenmessers vorgezogen, obwohl die erst Ende des Jahres vielleicht teilweise auch als Weihnachtsgeschenk kaufen wollten. Die haben gesagt, ich möchte das Taschenmesser ganz bewusst jetzt kaufen, einfach für mich selber als Zeichen der Hoffnung, als Zeichen, dass es weitergeht. Und diese Idee, die fand ich so dermaßen klasse, dass ich daraufhin mit meiner Designerin zusammen uns hingesetzt haben und ein Taschenmesser mit dem Namen Silbereisen Hoffnung entworfen haben. Wir haben statt der Biene entsprechend einen wunderschönen Baum konzipiert. Ich zeige es noch mal ganz kurz. Und haben dann auf der Klinge entsprechend die Lasergravur. Hier ist natürlich in der Edition brillant, also glänzend natürlich. Aber ich zeige gleich nochmal entsprechend Bilder, sodass man richtig sehen kann, wie schön diese Lasergravur ist. Und zwar haben wir uns überlegt, welches Zeichen, welche Pflanze oder Tier steht für die Hoffnung. Und da sind wir natürlich ganz schnell auf das keltische Symbol eines Baumes gekommen und haben entsprechend statt der Biene einen Baum entworfen als Zeichen der Hoffnung.
Hoffnung. Wir haben uns dann natürlich mit der Schmiede Honoré Durand in Verbindung gesetzt und gemeinsam mit dem dortigen Chef Christophe Durand haben wir entsprechend gemeinsam das, was wir erarbeitet haben, umgesetzt in einem Messer. Und er war so nett und hat entsprechend die Herstellung dieses Messers vorgezogen vor den anderen Messern, die Lieferzeit bei Sonderedition ist es meistens so 6 bis 8 Wochen. Und er hat es jetzt hier in Rekordzeit von 2 Wochen geschafft, uns diese 2 Taschenmesser, die ich gleich zeigen werde, herzustellen. Und zwar, warum Hoffnung? Also, wir leben in einer sehr schweren Zeit, ist ja klar, brauche ich nicht jedem sagen, es gab schon 1000 Millionen Videos dazu. Und jeder hat natürlich Angst, nicht nur um Coronavirus, denn das betrifft ja sehr wenige von uns, vor allem wenn man sich die Risikogruppe anschaut, sondern vor allem, es geht auch um die Arbeit, um Verlust der Arbeit. Wie geht es weiter? Wie geht es finanziell weiter? Wie geht es mit meinem Beruf weiter? Und da haben sehr, sehr viele Angst, auch begründet Angst. Und da haben wir uns überlegt, wir möchten ein Zeichen setzen, ein Zeichen der Hoffnung. Wir möchten ein Produkt herstellen, entsprechend dieses Taschenmesser mit dem Namen Silberbaum Hoffnung. Das soll ja praktisch als Silberblick am Horizont, wenn der ganze Horizont voller dunkler Wolken ist und da sehe ich plötzlich so einen Silberstreifen am Ende dieser dunklen Zeit und vor allem auch, dass der Baum als Symbol, als Zeichen für Hoffnung, für Neubeginn in der keltischen Sprache ist. Und daher haben wir uns überlegt, dieses Zeichen, also Baum, mit zu übernehmen statt die Biene und haben besprechen dieser wunderschöne entworfene Baum machen lassen. Und das ist natürlich die teure Variante, weil hier der Baum wirklich dreidimensional ausgearbeitet ist. Und wir haben genau das gleiche Messer auch nochmal in eine etwas günstigere Ausführung gemacht, wo die Biene auch mit dem keltischen Baum der Hoffnung gemacht wurde, aber eben nicht so dreidimensional. Man kann sich entsprechend beide genau anschauen. Und zusätzlich haben wir auch die Galoschage am Rücken, entsprechend mit einem Blatt, auch passend zu dem Baum. Beide Taschenmesser sind absolut identisch und haben auch beide diese Lasergravur als Zeichen, also des Olivenbaums. Und der Olivenbaum ist ja hier bei den Lagiol-Taschenmesser das Material zusammen mit dem Horn. Also wir haben hier einen Griff aus Horn. Horn und Olivenholz sind die 2 Materialien, die traditionell für den Griff von Taschenmesser benutzt worden sind. All die anderen Griffe wie Amuret, Kokobolo, Mammutbackenzahn und versteinerte Koralle und all die anderen kamen viel, viel später. Das ist nicht traditionell. Und dieser Olivenholz und Horn, das sind so die 2 traditionellen Materialien, aus denen die Taschenmesser hergestellt wurde. Und die haben wir hier entsprechend eingebaut. Einmal entsprechend als Lasergravur und einmal als Griffmaterial. Und ansonsten sind beide Messer gleich, aber ihr seht an dem Preis, ich zeige es ja nochmal mit den Preisen entsprechend, wie groß die Unterschiede sind, denn hier haben wir entsprechend dreidimensionale Ausarbeitung des Baums und hier eine etwas flachere zweidimensionale Ausarbeitung. Und genau das ist der Unterschied, warum ein Taschenmesser so teuer ist bzw. so viel kostet, weil der Messermacher entsprechend sehr viel Zeit in diesem Taschenmesser investiert hat, um es wirklich so dreidimensional aussehen zu lassen. Und wir möchten gerne diese 2 Taschenmesser als Hoffnungssymbol ansehen für die Zukunft, dass egal was für eine schlimme Zeit du gerade lebst, und es geht ja nicht nur um Corona-Zeit, sondern schlimme Zeiten hat man immer wieder zwischendurch, immer wieder wird man entlassen, immer wieder fällt man am Boden, muss neu beginnen. Und ich möchte dir Mut machen, neu zu beginnen, aufzustehen, was auch immer in deinem Leben Schlimmes passiert, steh wieder auf. Sieh die Hoffnung am Ende des Horizonts und beginne vom Neuen. Und ich kann dir aus meiner eigenen Erfahrung sagen, ich weiß nicht, wie dein Leben aussieht, aber mein Leben sieht so aus, dass ich immer wieder auch hingefallen bin, immer wieder am Boden abgestürzt bin und habe wieder angefangen. Und die Zeit danach, nachdem ich abgestürzt bin, war immer grundsätzlich und immer besser als die Zeit vorher. Und dieses Taschenmesser, jedes Taschenmesser soll entsprechend symbolisieren der Neubeginn, so wie ein Baum, dass es wächst, es wird auch dein Leben entsprechend wieder wachsen. Habe Hoffnung, habe Vertrauen, dass das, was kommt, besser ist als das,
was gewesen ist. Wir haben über 1100 Bewertungen auf verschiedene Plattformen und viele, viele Kunden sind unglaublich begeistert von uns und von unserem Service. Und aus diesem Grund möchte ich gerne diese Zufriedenheit auch wiedergeben, nicht nur für dich vielleicht als Neukunde, sondern ich möchte auch eine Dankbarkeit zeigen an denjenigen, die wirklich sich Mühe geben und eine längere und größere Bewertung schreiben. Und deswegen möchte ich gerne jetzt hier zwei Bewertungen. Ich werde versuchen, bei den nächsten Videos immer jeweils zwei besondere Bewertungen vorzulesen. Und ich habe dafür extra mein iPad mitgenommen, wo ich das entsprechend vorlesen kann, hier auf dem Baum. Und ja, da beginnen wir erstmal mit der Bewertung Nummer 1. Freundlich und kompetent und hilfsbereit bei etwaigen Unstimmigkeiten. Bei hochpreisigen Messer und Einzelstücken lohnt vorab Anfrage mit Zusendung von Bildern der tatsächlich verfügbaren Ware, da es vorkommen kann, dass diese von den tollen und somit sehr aufwendigen Fotografien im Shop abweichen. Dies ist in der jeweiligen Artikelbeschreibung auch überwiegend aufgeführt. Aber danach ist wirklich alles 100% geklärt. Ich bin schon sehr lange ein sehr zufriedener Kunde und jedes Mal habe ich bei Verwendung Brotzeit, Zubereitung auf Holzbrett, diese hier gekauften Schneidewerkzeuge, Voisier, ein absolut erhabenes Gefühl und Grinsen bis zu den Ohrwascheln, bayerisch. Herzlichen Dank, Herr Genoio und Gattin und Team. Mit freundlichen Grüßen, Dieter Bauchmann. Und jetzt möchte ich gerne die zweite Bewertung vorlesen. Hallo, ich habe mich endlich nach mehreren Jahren des Überlegens für ein Lagiol entschieden. Leider war es nicht verfügbar und die Lieferzeit betrug 6 bis 10 Wochen. Dann kam Corona und der Liefertermin stand in den Sternen. Habe mich dann für ein anderes Messer entschieden. Das Ändern meines Wunsches verlief problemlos. Das neue Messer war verfügbar und wurde innerhalb von 5 Tagen inklusive Wochenende geliefert. Bezahlung, Neuberechnung, alles problemlos. Messer ist sehr schön gearbeitet. Bereue meine Entscheidung nicht, hier gekauft zu haben. Mein nächstes Messer werde ich wohl auch hier bei OL kaufen. Mit freundlichen Grüßen, Peter Blanke Soares. An dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank für die Treue, vielen Dank für das Vertrauen, denn das ist natürlich wahnsinnig wichtig in einem Online-Geschäft, dass man Vertrauen hat. Viele, viele Berichte im Fernsehen zeigen immer, wie wenig oder wie viele Betrüger es gibt und wie fragil diese Geschichte mit Online-Kaufen ist. Und ich möchte mich an dieser Stelle an alle Kunden für das Vertrauen bedanken, die sie wirklich in uns gesetzt haben, denn seien wir mal ehrlich, letztlich bezahlst du oder die Kunden das gemacht haben, einige 100 bis sogar 1000 Euro im Voraus, ja, in dem Vertrauen, dass wir das Messer, das du bestellt hast, auch liefern. Ja, und an dieser Stelle möchte ich mich natürlich wirklich an alle bedanken und auch hier speziell an die 2 Kunden, die uns so toll bewertet haben. So, ich verbleibe jetzt hier, ja, aus dem Baum. Ich hoffe, dass ich gesund wieder runterkomme und bedanke mich, dass du das Video geguckt hast und würde mich freuen, wenn du entsprechend meinen YouTube-Kanal abonnierst, damit du kein Video verpasst. Ich veröffentliche 2 Videos pro Woche und ja, wenn du keinen verpassen möchtest, musst du natürlich meinen YouTube-Kanal abonnieren. Bis zum nächsten Mal, dein Mr. Lagiol.